Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Ark. Ihr ahnt es? Ihr ahnt es? Habe ich da nicht gerade jemanden mit einem abgesehen? Hallo? Nö. Alle noch kurz davor. Okay, folgender Plan. Meine Fackel fackelt nicht. Oh. Habe ich jetzt gerade einen meiner Dillos getroffen? sorry. Also, es sieht wie folgt aus. Ich muss diese Folge ein bisschen ohne Kopfhörer machen, weil ich mich gerade für die Arbeit fertig gemacht habe. Ist blöd. Ich höre dann halt dementsprechend weniger. Das soll aber nicht weiter stören. Höchstens daher, dass ich mich jetzt besser selber hören kann und leiser rede. Hoffe ich aber nicht. Wenn ja, stelle ich das noch hoch. So, Alexandra ist vollgepackt. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. So, jetzt habt ihr euren Ohrwurm. Viel Spaß. 130 Kilo hat sie jetzt auf die Waage gebracht. Beziehungsweise an Gepäck dabei. Alexandra hat sämtliche Sachen, die fürs Bauen nötig sind. Beziehungsweise alles, was ich so in den Kisten hatte, was halt zum Bauen benutzt wird. Oder so. Tank hingegen ist komplett auf Lebensmittel eingestellt. Das heißt, das ist mein mobiler Kühlschrank. Übrigens, das könnt ihr euch auch merken, habe ich auch letztens erst im Forum erfahren. Wenn ihr Beeren oder Fleisch in einen Dino packt, halten sie wesentlich länger. Wenn man hier jetzt sieht, 23 Minuten, bis die erste Beere ja vergammelt in dem Sinne. Und bei mir im Inventar sind es, glaube ich, nur 10 Minuten oder 9 Minuten. Also das ist ein immenser Unterschied. Das sollte man auch nutzen. Junior habe ich auch, glaube ich, ein bisschen was gegeben. Da muss ich mal gucken gerade was. Nö, der hat nur Fleisch. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal sagen, falsche Taste, das wollte ich. Auf geht die große Wanderschaft. Habe ich jetzt auch alle? Junior, fliegst du schon? Ja, Junior fliegt. Flieg, Junior. Wenn ich mich nicht ganz täusche, und ich täusche mich ja so gerne, müssen wir darüber. Wir werden uns auf der Wanderschaft, beziehungsweise auf dieser Tour, nur in der Nähe des Strandes aufhalten. In der Zwischenzeit suche ich auch nochmal da drüben kurz ein bisschen Holz. Ich finde es gerade ein bisschen ärgerlich, dass ich keinen Sattel für Junior habe. Ebenso, dass ich mitten in der Nacht hier durchs Wasser muss. Weil wegen Seen und so ist nicht ganz so prickelnd. Dass ich hier den ganzen Scheiß jetzt auseinanderkloppen muss, hat auch einen praktischen Nutzen, weil die Dinos ganz gerne daran hängen bleiben. Was ich natürlich tunlichst vermeiden möchte. Weil das echt nur zu Komplikationen führt. Bist du jetzt kaputt? Nee, bist du nicht. Ein Doppelstein. Sehr schön. In Momenten wie diesen ärgere ich mich, dass ich nicht so sehr auf Stamina geachtet habe. So. Hau ab, Mann. Vor allem zieh mich nicht runter. Ich habe auch schon einen konkreten Plan, wie wir die Hütte bauen werden. Ob ich das alles so hinkriege, lassen wir mal im Raum stehen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich. So, einmal die Map aufklappen. Ob ich auch noch richtig bin. Sieht aber gut aus. Wir müssen hier jetzt leider echt extrem aufpassen, weil auf dem Weg dahin, ich bin diese Tour hier nun mal leider schon mehrfach gelaufen. Ja, geht schon los. Jungs? Könntet ihr mir mal helfen? Also nicht, dass ich Probleme mit denen hätte, aber... Junior, komm weg vom Wasser. Ich habe leider Gottes immer die Befürchtung, und das zu Recht, dass hier hin und wieder noch gerne so ein... Na, wie heißt das Vieh noch? So ein Sarko rumläuft, also hier die Krokodile. Und ich habe keine Lust, meinen wirklich anstrengend getamten Junior an so ein Vieh zu verlieren. Das ganze Geschwader hier wird mit sowas zwar ohne Probleme fertig, das weiß ich jetzt schon. Aber wir wollen ja nichts riskieren. Ich sehe ja schon kommen, dass ich auf dem Weg keine Ahnung wie oft die Steine wieder rausschmeißen muss. Aber das ist es mir wert.
Außerdem level ich dabei auch noch ein bisschen. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Wie gesagt, blöd ist einzig und allein. Ich höre nicht wirklich viel. Das stinkt mir jetzt gewaltig. Ist der jetzt schon tot? Wäre ja wünschenswert, ne? Nö. Ja, toll. Verarschst du mich? Mistratte. Das ist natürlich jetzt hier echt blöd. Das sind nur Turtles. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist so eine der anstrengendsten Stellen schlechthin. Weil hier muss wirklich nur ein Megalodon jetzt auftauchen und ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Piranha sind nicht das Problem, dafür habe ich meine beiden Schildkröten. Die können die ohne Probleme verspeisen. Aber ein Megalodon habe ich doch irgendwie noch meine Bedenken. Und ich muss dazu sagen, es wäre echt verdammt suboptimal, wenn mir jetzt hier ein Megalodon entgegenkommt und idealerweise eine meiner Schildkröten frisst. Dann habe ich nämlich genau dieses Problem, was ich vermeiden wollte. Nämlich, dass ich meinen ganzen Scheiß selber schleppen darf. Abgesehen davon, dass ich echt angefressen wäre, weil ich ja doch für die zweite Schildkröte echt lange getamed habe und verdammt viel Stress hatte. Ist nicht so schön. Aber momentan sieht es noch relativ gut aus. Keiner meiner Dinos abgesoffen. Perfekt. Ja, mir ist kalt, ich weiß. So, einmal die Map aufmachen. Wir haben noch eine ganz schöne Strecke vor uns. Aber wie gesagt, die Gegend lohnt sich und deswegen bin ich auch bereit, diesen Weg zu gehen. Was ich aber wahrscheinlich machen werde, sollten wir es nicht schaffen, innerhalb dieser Folge da jetzt hinzukommen. Mal gucken, sind alle noch da? Tank, wo ist Alexandra? Wo ist Alexandra? Oh, Herr im Himmel. Da ist sie ja. Jetzt schieb deinen dicken Koloss-Hintern hier rüber. Kann doch eh nicht wahr sein. Hast du wieder Handtaschen gesehen, ne? Ja. Und nein, bevor es hier wieder losgeht. Das ist keine Verallgemeinerung von Frauengeschichten. Das hat einen Grund, warum das Vieh Alexandra heißt. Das ist nämlich jemanden, den ich kenne. Deswegen... War meine Aussage, sitzt du da auf dem Stein? Du sitzt auf dem Stein, ist ja geil. Soll ich dir vielleicht in der neuen Bude oben irgendwie so einen Baumstamm querlegen, dass du da wie so einen Vogel drauf hocken kannst? Mache ich, ohne Probleme. Doch mit Problemen, aber das kriege ich irgendwie hin. Ich fände es gerade nicht so prickelnd, Kollege, dass du hier in den Stein reinfliegst. Nee, nämlich schon gar nicht. Das Problem ist nämlich, ich kann meine eigenen Dinos ja wunderbar töten. Indem ich einfach auf sie einkloppe und da habe ich echt überhaupt keinen Nerv drauf. Wenn es ein Dillo ist, okay. Ist zwar nicht so schön. Aber irgendwo vertretbar. Bei einem Dillo kann man sich immer relativ schnell neu angeln. Aber hier, mein kleiner Junior, den will ich nicht verlieren. Wirklich nicht. Ich hoffe, ja, es ist in der Aufnahme nicht so hören. Mein Nachbar ist oben unter die Häuslebauer irgendwie gegangen. Keine Ahnung, der zerlegt da jetzt eine halbe Bude und das hört man dementsprechend. Ich höre es definitiv. Ob ihr es hört, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Müsst ihr mir sagen. Kommt ihr? Muss immer darauf achten, Tank und Alexandra sind nicht die schnellsten. Vor allem willst du mich verarschen, wo ist die jetzt schon wieder? Mach Sitz.
Oh, und wie du eine Alexandra bist. Aber sowas von Alexandra. Alexandra-hafter geht das schon gar nicht mehr. Sollte ich eine Alexandra unter den Zuschauern haben, tut mich sorry. Oh, da geht schon los. Da geht es schon los. Drei Stück zähle ich jetzt so. Danke, verzichte. Gegen die kommen nicht mal meine Turtles an. Sie ist wieder da. Mann, Nomita ist die lahm. So, Rico kriegt auch nochmal sein kleines Ab eben. Und ich glaube, mit Ausnahme von Attila ist jetzt jeder auf den Stand der Dinge über 300 Hab. Da geht's los. Da ist es. Genau das Mistvieh wollte ich nicht haben. Ah, das wird jetzt ein ganz, ganz schauriger Spaß. Da haben wir einen Dillo. Da haben wir einen Bronto. Dillo, wie gesagt, ist nicht das Problem. Oh, zwei Dillos. Jetzt nicht unbedingt so schön, aber auch noch nicht so das Problem. 29, bist du Jack? Ja, falsche Richtung, Kollege. Schnappt ihn euch. So, ihr kriegt jetzt einmal kurz einen Unfollow, damit ihr futtern könnt. Das liebe ich so. Schade, dass sie es nicht machen. Na, auf der anderen Seite gut, dass sie es nicht machen. Während sie mir folgen. Okay. Jetzt wird es ganz interessant. Da drüben, okay. Ihr bleibt hier mal bitte eben stehen. Junior Wack ist jetzt nicht ins Wasser zu springen. Was? Rico? Ach, du warst jagen? Sag das doch, Mensch. Gut gemacht. Okay. Ich bin ein bisschen nervös. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Eigentlich ist es nicht tief genug, dass hier Megalodons auftauchen. Betonung liegt auf eigentlich. Eigentlich sollten auch betäubte Turtles nicht irgendwie schlafwandeln. Geschweige denn mich beißen, während sie betäubt sind. Praktisch tun sie es aber trotzdem. Das ist alles immer nicht so schön. Da vorne wird jetzt auf jeden Fall gleich ein Kampf stattfinden. Aber sowas von. Weil den Sarko lasse ich ihm nicht entgehen. Der, abgesehen davon, er hat mich sowieso schon im Visier. Wo ist meine Schleuder? Attacke, Jungs. Greift ihn euch. Idealerweise so, bevor Junior drauf geht. Wir sehen ihn schon gleich tot in der Ecke liegen. Nein! Du mieses Drecksvieh, du kleine Scheißratte, du elendes... Ah, gut, dass du ausgestorben bist. Ah, fick die Henne. Nein, 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 nein. So, ich gehe mal in den Keller, mich erhängen. Danke. Nein. Ah, verdammte Scheiße. Ich habe doch nie wieder so ein Glück, um so einen so zu bekommen. Nicht einmal wieder. Doch, ich werde das Glück haben, sicherlich. Aber verdammte Axt. Und ich sag auch noch, ich sehe Junior schon tot in der Ecke. Toll. Könntet ihr mich bitte nochmal dezent in den Kommentaren darauf hinweisen, endlich mal die Schnauze zu halten? Ach, verdammt. Okay, ja, nicht schön. Sogar ziemlich, ziemlich uncool. Wie ich meine. Ist auch noch mein Speer gebrochen, also... Genau, Fass.
Friss. Alexandra ist schon wieder lahm wie eine Schildkröte. Scheiße. Ach Leute, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen gefrustet. Ich glaube, das wird sich so schnell aber nicht ändern. Das Schöne hingegen ist, in der Gegend, wo wir uns niederlassen, sind ein paar hübsche Felsen, wo sich gerade die Flugsaurier doch ganz gerne mal drin verhaken. Also ich male mir recht gute Chancen aus, einen Ersatz-Junior, oh, das klingt jetzt gerade so richtig herzlos, aber einen Ersatz-Junior soweit zu bekommen. Trotz alledem, es ist... Ja. Ist schön. Ich habe nicht mal genügend Sachen. Was fehlt mir denn? Fiber. Boah, Mädel, seh zu. Ich will ja nicht sagen, dass sie langsam ist, ne? Aber ich habe tote Fische in meinem Aquarium, die sind schneller. Wie kann man nur so langsam sein? Was ist denn los mit dir? Movement Speed 170. Du bist doch noch eine von der flinken Sorte. So, ich mache mir nochmal drei Speere. Die gehen ja doch sehr gerne kaputt. Jetzt muss ich mal gucken, was hat Tank an Speed? 170. Was ist los mit dir? Du bist noch nicht mal voll ausgelastet. Und auch wenn es mir wehtut, auf eine unbestimmte Art und Weise, erhöhe ich mal dein Movement Speed ein bisschen. Das ist eigentlich ein total überflüssiger Punkt, aber so lahmarschig wie du bist, muss ich da irgendwie entgegensteuern. Ich sehe so viel. Ah, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Okay, bedingt dadurch, dass die Folge soweit gleich rum ist, ich auch hier leider Gottes immensen Zeitdruck habe. Dillo. Dillo, 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 dillo. Happy, happy. Wow. Nicht spucken. Das gibt einmal ein Unfollow. Alexandra ist hier, was ist denn los? Und wieder ein Follow. Haben vielleicht das bisschen Movement Speed doch was gebracht? Du musst jetzt leider Gottes dafür leiden. Wofür muss er leiden? Für meine eigene Dummheit, ja, ich weiß. Warum war ich auch so blöd und habe Junior vorgeschickt, anstatt ich genau ihn irgendwo mal Platz machen lasse vorher, wo er außer Gefahr ist? Nein, ich Großkotz. Ich habe hier ein Dillo-Schwadron. Passiert hier nichts. Die Laune kriegt keinen Kaffee heute wett. Warum ist Tank so schnell und Alexandra so langsam, obwohl Tank genauso viel an Sachen im Inventar hat, die er tragen muss, wie Alexandra auch, und dazu sogar noch langsamer ist? Muss ich nicht verstehen. Werde ich nicht verstehen. Tatü, tata. Der Jäger ist da. Aber nicht jetzt. Damit ihr mal ein bisschen wisst, wo wir überhaupt jetzt hingehen. Wir werden... Jetzt muss ich selber mal überlegen, wo waren bitte. Latitude waren bei... 60? Zwischen 50 und 60. Und Longitude bei zwischen 20 und 30. Kann ich auch mal als Markierung setzen.
Machen wir mal 55. Und 25. Bam! Da müssen wir ganz hin. Das ist also noch ein ganzes Stück, was wir da laufen müssen. Was jetzt nicht so weit tragisch ist. Ich werde den restlichen Weg außerhalb der Folge machen, ganz klar. Weil wie gesagt, ich bin leider Gottes jetzt ein bisschen im Zeitdruck. Weil ich leider Gottes los muss. Aber das Gewatschel werde ich bis dato machen. Ich werde aber nicht die Sachen setzen. Also ich werde mich wirklich nur erstmal mit den Dino-Schwadronen dahin begeben. Hörst du mich? Ein Sarko. Und den lässt du in Ruhe? Mistvieh. Mistvieh, 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 Mistvieh. Nö, bin ich sauer. Mm-mm. Ivo. Wie käme ich denn dazu? Ups. Da hing es gerade wieder. Ja, nee, ist richtig. Ich glaube, das hört selbst ihr. Das kann auch wieder mein Hausmeister sein, der so tut, als ob. Was er ja ganz gerne macht. Ist wirklich so. Will ja niemanden schlecht reden, aber der Mann, naja. Schwierig, sagen wir es mal so. Bei meinem Glück kommt mir hier gleich noch ein Raptor um die Ecke geschossen. Ich glaube, gleich ist er bei mir in der Wohnung drin. Tja, was macht der da? Er weiß es, glaube ich, selber nicht so genau. Egal. Folge ist sowieso vorbei. Wie ihr es gerade hört, selbst wenn die Folge nicht vorbei wäre, wäre es gerade unmöglich weiterzumachen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier ausloggen, werde heute Abend mir den Weg verknüpfen, dahin zu kommen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich in ein Stück und mit allen Dinos, die wir hier so noch haben. Ich habe ja die Hoffnung, irgendwo da hinten dann so einen wieder zu finden. Wenn ich so einen da tamen kann, dann tame ich den natürlich, ganz klar. Aber hab nicht so viel Hoffnung da drin. Oh shit, ist das tief. Ich glaube, ich werde dann doch den Weg außenrum bevorzugen, beziehungsweise weiter hinten, wo die Gewässer tiefer sind, flacher sind. Weil die Chance auf Piranha und Megalodon hier zu stoßen, ist leider immens groß. Aber das sehen wir ja dann. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedergesehen. Ist klar.